Und damit schauen wir nochmal nach Lützerath zu unserem Reporter Jens Räupert. Jens, nun haben wir einerseits die offenbar zwei Aktivisten, die sich noch in diesen selbstgebauten Tunnel befinden. Andererseits die Räumung des letzten noch besetzten Hauses, was ansteht. Wie kommt die Polizei da voran? Am Tunnel bzw. im Tunnel wird aktuell verhandelt zwischen den Aktivisten und der Polizei. Sie haben noch einmal bekräftigt, dass sie auf gar keinen Fall freiwillig aufgeben wollen. Deshalb die Polizei dort weiter versucht, die Macht des Wortes einzusetzen. Und hier geht es jetzt etwas ruppiger zu. Das ist das letzte Wohnhaus von Lützerath, das noch besetzt ist von Aktivisten. Es ist jetzt komplett umstellt von der Polizei, die Aktivisten in großer Anzahl. Oben auf dem Hausdach, da wird auch immer wieder Pyrotechnik und Rauch gezündet. Wir sehen es jetzt hier auf unserem Bild. Und die Polizei versucht jetzt in das Gebäude einzudringen durch die verbarrikadierten Fenster bzw. auch anderen Öffnungen des Hauses hindurch und hineinzukommen. Das ist auf der anderen Hausseite nicht gelungen. Da hat man dann aufgegeben. Deshalb macht man jetzt hier einen neuen Versuch, um in das Gebäude hineinzukommen und dann in einem weiteren Schritt natürlich auch aufs Dach zu kommen. Das ist sicherlich erst einmal die größte Herausforderung und Aufgabe für die Polizei. Wir sehen auch, dass immer mehr Leitern herangebracht werden, um eben im Gebäude noch sehr, sehr schnell voranzukommen. Und auch hier wurde jetzt wieder eine Polizeikette gebildet. Das heißt, die Einsatzkräfte versuchen jetzt hier sehr, sehr zügig voranzukommen und sie wollen möglichst schnell den Zugang haben zum Gebäude. Aber natürlich ist völlig klar, je weniger Häuser von den Aktivisten besetzt sind, desto größer die Gefahr, dass da der Widerstand besonders groß sein wird. Deshalb ist man hier natürlich mit äußerster Vorsicht unterwegs. Und wie gesagt, auch gar nicht weit von hier entfernt. Am Tunnel wird verhandelt, dass schon den ganzen Morgen über die Aktivisten, die sich dort befinden, etwa 4 Meter unter der Erde, sagen die Aktivisten der Initiative Lützerath lebt. Die wollen in jedem Fall weitermachen, die wollen nicht aufgeben. Die haben ein weiteres Mal angedroht bzw. angekündigt, sich unter der Erde festzuketten und einzubetonieren. Jens, vielen Dank für den Moment. Wir schauen später wieder zu dir. Danke.